Da kommen wir her. Oh. Okay. Ich möchte ja fast behaupten, dass es irgendwas mit diesem Ding zu tun hat, aber ich weiß nicht, ob ich da irgendwie dran hochkomme. Wahrscheinlich eher nicht. Oh. Jetzt, hier ging es zu dem anderen Bereich da, ne? Ja. Au. Achso, hier ging es zu dem Bereich. Okay. Ich stell die mal wieder in ihren Urzustand zurück. Das heißt aber, die Kiste da oben kann ich auch verschieben. Nö? Wäre ja nur logisch, wenn ich das auch könnte. Moment, dann versuchen wir das doch mal. Ob ich die da runterkriege, weil dann könnte sie mir nützen. Meinen Weg hier durch. Ja, lass mich da runter. Müsste ich die? Ja. Genau, aufschieben können. Kann ich die über die Schienen ziehen? Nö. Super. Das heißt, die bringt mir überhaupt nichts. Habe ich das richtig verstanden? Gut. Ja, hier ist extra so ein Schutz, damit ich sie nicht weiterziehen kann. Ein bisschen Ruhe. Kann ich dich vielleicht auch ziehen hier? Nein, dich kann ich nicht ziehen. Warum auch immer. Aber hiermit komme ich. Ne, komme ich nirgendwo hin, weil ich mich hier nicht abstoßen kann. Ha! Super. Oder? Kann ich hier irgendwie einen Sprung machen? Ey, komm, ich bin auf der Ratte gelandet. Warum ist hier nicht... Moment. Okay. Ich wette, ich muss da rein. Da oben. Damit ich den Wagen steuern kann. Der dann hier losfährt. Und mir... Oh, hör auf mich zu nerven, du scheiß Ratte. Der dann hier losfährt. Und da hinten das Tor aufbollert. Hört sich vernünftig an, soweit, finde ich. Aber ich kann den hier nicht in Gang setzen. Das ist das Problem. Ich weiß auch nicht wofür, ehrlich gesagt. Ach so. Ich denke, ich weiß warum. Ich denke, er fährt los, wenn ich da drauf drücke. Das heißt, ich müsste die Position dieser beiden hier tauschen. Das wiederum heißt, dass ich die Platte nach rechts schieben müsste. Oh, du scheiß Rattenviech. Ernsthaft. Was auch wiederum heißt, dass ich da oben rein müsste. Au. Nerv mich nicht. Ernsthaft. Kann ich nicht irgendwie angreifen? Oder kaputt rollen oder irgendwie sowas? Nein. Schade. Geht mir nämlich tierisch aus dem Sack. Ist da unten vielleicht noch was? Das könnte sein. Okay, die Rätsel werden komplizierter. Moment. Was passiert denn, wenn ich nochmal da drauf drücke? Dann fährt er zurück. Macht Sinn. Ah, Moment. Kann ich den ausfahren und dann hier rüber schwenken? Ich meine, vielleicht bringt das was. Ja, kann ich. Gut, dann gucken wir mal, ob das was bringt.
schauen. Oh, dieses dauernde Gepiepse, das geht mir tierisch auf den Zeiger, ernsthaft. Wow. Okay, jetzt bin ich hier. Bringt mir das irgendwas? Fragezeichen. Ja, ich komme da rüber. Wunderschön. Ha! Gut. Emero würde jetzt sagen, der Rätselmeister hat wieder zugeschlagen, aber das möchte ich nicht sagen. Ich bin eigentlich nicht gut in solchen Rätseln, wie man jetzt gerade auch wieder unschwer erkennen konnte. Bin ich da eigentlich wirklich nicht gut drin. Ah, okay, jetzt bin ich hier. Kann ich mich einfach fallen lassen? Oder muss ich irgendwie springen oder? Moment. Nochmal da hoch. Ich glaube, ich kann mich hier einfach. War so, glaube ich, so nicht gedacht, aber okay. Au. Blaue Sicherung. Jetzt lass mich in Ruhe, scheiß Ratte. Jetzt muss ich hier nur wieder rauskommen. Ich glaube, das ist der schwierigere Part, aber. Warum habe ich jetzt Aua gesagt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich nehme an, ja. Kann ich. Kann ich mich da hochziehen? Nein. Kann ich von hier weiterspringen? Nein. Super. Ich kann mich nicht da hochziehen, oder? Nö, natürlich nicht. Bringt das hier irgendwas, wenn ich woanders hinspringe? Kann ich mich daran festhalten? Ja, kann ich. Ich kann sagen, dann darf ich wahrscheinlich nicht in den Dampf. Man hat ja. Ey, was hat der? Hier dran? Oh nein. Ich soll mich nicht ernsthaft daran festhalten, oder? Da sind Stacheln, da darf ich mich nicht festhalten. Das heißt, ich muss warten, bis der rum ist. Und mich dann da dran irgendwie festhalten. So. Und jetzt warten wir mal ein bisschen. Mann, ich muss in die Wagen. Oh Gott. Hä? Das hat überhaupt nichts gebracht. Wohin muss ich dann? Okay. Ah, diese Scheißratte. Warte, bis ich meine Knarre habe. Dann komme ich extra für dich zurück und hau dir aufs Maul. So hätte es gerade aussehen müssen. Ha. Ich, doch, man muss dann rück. Ah, nee. Ah, man muss rückwärts springen, nicht zur Seite. Okay. Merke. Unterschied. Na. Na, was war das denn? Dampf. Dran. Dampf. Hoch, Dampf und hoch. Au. So. Hier wieder warten. Meine Fresse! Nee, das war dumm. Ja gut, während ich hier rumkraxel, kann ich ja ein bisschen was labern. Ich mache übrigens im Moment ein Praktikum in der Mikrobiologie eines Krankenhauses. Für die, die nicht wissen, was das ist der Job, der hinterher quasi steuert, welche Medizin der Patient kriegt. Und zwar muss ich ernsthaft bis ganz zum Ende klettern, ja. Und zwar indem zum Beispiel, ich nehme jetzt einfach mal das billigste Beispiel, das Blut genommen wird, dann mit einer
ja, es heißt eine Nährbouillon. Also ein Zeug, wo jede Menge Nährstoffe drin sind. Gemischt wird. Das ergibt dann eine sogenannte Blutkultur. Und mit dieser Blutkultur kann man dann zum Beispiel, also die kann man dann reifen lassen quasi. Und dann kommen die in ein großes Gerät. Dieses Gerät ermittelt dann mittels eines bestimmten Systems, das ich jetzt hier nicht genau erklären will, ob da Bakterien sich drin gebildet haben oder nicht. Wenn sich Bakterien gebildet haben, hat der Patient ein Problem. Wenn sich keine gebildet haben, ist gut. Weil bakterielle Infektionen sind immer scheiße. Alles, was richtig wehtut, ist quasi bakteriell. Das könnt ihr euch quasi so abstempeln, abspeichern, whatever. Hopp. So, jetzt habe ich's. Ja, auf jeden Fall richtig unschöne Sache. So eine Infektion vom Blut könnte dann zum Beispiel eine Blutvergiftung sein. Und ich glaube, jeder kann sich ungefähr vorstellen, wie schön es und angenehm es ist, eine Blutvergiftung zu haben. Also, liebe Alkoholiker, haltet euch ein wenig zurück. Sonst sitzt ihr bald bei mir, müsst Blut lassen. Das wollt ihr nicht. Wie bin ich jetzt auf das Thema gekommen? Ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Egal. Ich nehme an. Ja, okay. Gut. Ja, da gibt es dann halt noch jede Menge andere bakterielle Gedöns, die man dann züchten darf und damit dann ein bisschen durch die Gegend puncht und macht eigentlich Spaß, muss man schon sagen. Es ist irgendwie spaßig. Ich bin am falschen Punkt. Ich muss erst die rote Sicherung einsetzen. Ja, gut, ich bin jetzt Praktikant, das heißt, ich kann recht wenig machen. Aber das soll uns nicht stören. Ich meine, ist trotzdem irgendwie lustig. Die Gesellschaft ist auch gut. Also die Leute, die da arbeiten, sind eigentlich total nett. Und ich kann es jedem nur empfehlen, der jetzt nicht unbedingt gegen irgendwelche strengen Gerüche empfindlich ist. Ist durchaus interessant, was da so passiert. Was hat das jetzt gemacht? Ah! Setzt die Kiste runter und hoch. Okay. Fragt sich jetzt nur, wo ich das machen muss. Oder ob ich das schaffe, hier rauszukommen. Nein, tue ich nicht. Auf keinen Fall. Kann man damit vielleicht das Dach dadurch brechen oder so? Ich reiße hier nochmal ein bisschen rum, während ich weiterrede. Ja, also für alle, die jetzt nicht unbedingt geruchempfindlich sind, ist das eine durchaus interessante Sache. Problem für die, die geruchsempfindlich sind, es kann in manchen Fällen echt stinken. Das ist echt nicht mehr feierlich manchmal. Es gibt so ein paar Bakterien, die produzieren dann ihr leckeres Gas und da, boah, das ist echt nicht mehr schön, muss man sagen. So, kann ich da jetzt irgendwie das Dach zerdeppern oder so? Ja, kann ich anscheinend. Wunderschön. Und weh, da liegt jetzt nicht irgendwas Gescheites drin, ein Schlüssel oder so. Oder eine Waffe, damit dieses Quieken aufhört. So, rein da. Komm her, Ratte. Komm her. Oh, Drecksviech. Okay, ich habe meine Pistolen wieder.
hat mir jetzt insofern geholfen, dass ich... Ach, ich kann jetzt wahrscheinlich die Klappe da aufschießen. Ja doch, also manche Bakterien, die sind echt nicht feierlich, muss man echt dazu sagen. Wer sich entschließt, das zu machen, der sollte geruchsunempfindlich sein, damit sowas erst gar nicht auftreten kann. Da oben kann ich nicht hinschießen, oder? Doch, kann ich. So, dann wird hier ein Button sein, der die beiden tauscht, ja. Und jetzt kann ich dieses Ding anfeuern und damit einen Prozess in Kraft setzen, der es mir ermöglicht, da hinten durchzukommen. Gut. So, jetzt aber genug gelabert von meinem Praktikum im Krankenhaus. Wie gesagt, meiner Meinung nach durchaus interessant, aber nicht für jeden so gedacht. Warum ist das Ding unten? Ja, war klar. Tut mir leid, Schätzchen. Hier ist Endstation. Oh, darf ich ihn umbringen? Gehen Sie schon herlassen. Das hat nichts mit Ihnen zu tun. Und was hat das mit Ihnen zu tun? Der Sion gehört Nadler. Kapiert?